Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hades. Und Leute, wir gehen, glaube ich, gleich direkt durch. Ich würde sagen, wir probieren heute mal den Schild aus. Wir probieren den Schild mal aus. Der ist neu, der ist frisch, der ist, wie sagt man, elegant und liegt nackt vor uns. Deswegen können wir ihn ohne Probleme mal ausprobieren heute. Und den Goldbooster nehme ich auch wieder mit. Dann können wir den noch ein bisschen leveln und dann schauen wir mal, wie weit es uns heute trägt. Tut mir leid für alle Menschen, die dieses Projekt mögen. Ich mag das Spiel auch sehr, sehr gerne, aber auf der Prioritätenliste steht es leider nicht ganz oben. Und deswegen kann es durchaus vorkommen, dass wir hier die einen oder anderen Tag leider mal keine Folge kriegen. Leider. Ja, Artemis, dann hau mal was raus. Was brauchen wir denn da? Tödlicher Tusch. Kritischer Schaden. Ist das der Büffelrun oder was? Ne, der Wurf ist es, ne? Das ist der andere Wurf. Ja, ich nehme das mal. Ich nehme das mal. So, dann kann ich nämlich hier schön reinlinsen, lunsen. Sehr gut. Oh, was ist das? Ich habe ein Update. LB. LB. Codex. Ach so. Ich habe wahrscheinlich das Update für das Goldding freigeschaltet, oder? Weiß man nicht genau. Ja, wie gesagt, ist leider kein so super regelmäßiges Ding geworden. Obwohl es halt mega Spaß macht, aber ja. Ne, erstmal muss ich Superland noch ein bisschen weiter daddeln und wir haben noch Sea of Thieves. Das dauert immer sehr lange. Ne? Jetzt spielen wir ein bisschen Zombie zwischendurch. Das ist halt alles immer so ein Ding. Zack, der Fallentod, Alter, da habe ich ihm gegeben. Wieder ein Update abgeschlossen. Warum schließe ich so viele coole Updates ab? Warum bin ich so ein Typ? Aber ich weiß nicht, der Schild ist mir jetzt schon so ein bisschen suspekt, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Hier so wegen sowas schon alleine. Zack, zack, zack. Na klar, schön auf Distanz und abprallermäßig und so am Start, aber... Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe gerne halt einfach so Schwert- und Schildmäßig irgendwie Kram. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Die Dinger schon wieder. Die sind natürlich ätzend. Da ist der Schild natürlich praktisch. Aber ich glaube, da wird der erste Endboss auch schon wieder ziemlich blöd. Okay, nee, das ist irgendwie nicht so geil, oder? Ah, nehmen wir explosive Reaktion. Klingt irgendwie elegant. Aber das ist nicht, ne, man muss natürlich immer jetzt sagen, die Leute, oh, ist voll geil und so. Ja, das war jetzt auch schon ziemlich cool eigentlich. Oh, okay, ich würde sagen, mehr Energy ist immer gut. Aber irgendwie hatte ich mit dem Speer, hatte ich mehr, weiß ich nicht. Da kam mehr Energy raus bei mir irgendwie, weiß ich auch nicht. Ach, da ist wieder dieses merkwürdige Ding. Na, wer ist denn da? Hallo. Da wäre ich jetzt schon fast wieder da drüber gelatscht. Ich muss daran denken, dass ich nicht nur werfen, sondern auch dashen kann. Ein bisschen Stärke. Da oben gibt es einen Schlüssel. Aber im Moment habe ich irgendwie gar keine Schlüssel zum Freischalten. Aber egal, wir sammeln die trotzdem. Wir sammeln die trotzdem. Oh, das ist ein Raum mit Totenkopf. Oh, und die schießen gleich immer 47 Kugeln. Aber ist egal. Ich habe hier meine Flipperkugel. Okay, für den Fallentod muss ich ein bisschen HP selber opfern. Zack. Another key. Ja. Boah, guck mal, hier kann ich mir noch mehr HP holen eigentlich. Gold brauche ich nicht. Ich habe 142 Gold. Und mehr HP ist eigentlich ganz nice. Und mehr HP brauche ich gleich wirklich nach der Runde, weil wie ihr seht... Ey, Alter, als hätte der so einen weiten Dash. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Jetzt habe ich richtig verschwendet wieder, ey. Wie kann man so fertig sein, Kreis? Wirklich. That's a relief.
That's a relief. Ach, das sind beides harte Räume. Das sind beides harte Räume. Oh, er wieder. Okay, hier könnte der Schild wirklich praktisch sein, weil... da kommt nämlich irgendwie gar kein Schädel mehr aus ihm raus, der mich in irgendeiner Art und Weise berührt. Yes. Ja. Hier lernst du auch noch über Mythologie was, ne? Verderbnis, der Spurt. Klingensog. 10% Bonusschaden, ja, nehme ich mal mit. So. Oh, hier gibt es ein bisschen Smaragde, die sind auch immer geil. Beziehungsweise... wir nennen es einfach wieder Edelsteine, dann sind alle wieder zufrieden, weil könnte ja irgendwie alles sein. Die hasse ich so sehr, weil die einfach so schlecht einzuschätzen sind, weil die immer so weit rumstoßen. Wenn es im ersten Moment gar nicht so aussieht. Aber hier mein Schild schmeißen ist eigentlich echt eine gute Methode. Aha, guck mal hier. 10% Energy, das ist eigentlich geil, ne? Nehme ich mal mit. Für 6 Scharmützel, Wurf benutze ich eh selten. Nee. Da gebe ich jetzt nicht unnötig Kram aus. Hier immer 10% regenerieren über 3 Räume ist eigentlich auch schon immer eine geile Sache. Oh, Skulls. Ganz viele Skulls. Oh, und hier sind ganz viele Kettle. Nein, noch mehr. Lass mich zufrieden. Oh, oh, oh. Oh, jetzt beweist sich der Schild gerade doch schon als praktisch, vor allem wenn die Räume gefüllt sind mit Gegnern. Oh, hier ist wieder so eine Auswahlkammer, aber da kriege ich wieder Ärger, ne? Da kriege ich wieder Ärger dann. Okay, warte, ich mach das hier, dann. Must be the fountain chamber I commissioned back at home. Die Brunnenkammer, okay, ja, stimmt. Gibt's einfach so, gibt's da umsonst Sachen? 20% kritischer Schaden, das ist eigentlich ganz geil. Ah, gehen wir mal auf tödlicher Tausch hier. Das gefällt mir gut. Was ist das hier? Ein Brunnen? Much better. Much better. Ja, fühlt sich gut an. Finde ich auch. Was haben wir da? Hier können wir ein bisschen blitzi-blitzi und hier können wir noch was stärker machen. Aber dann nehme ich lieber das. Dann sind mehr Götter mit ihren Kräften bei uns und unterstützen. Das ist, glaube ich, einfach eine bessere Methode. Jawohl, Schild gebrochen. Oh, da kommt er hinterher. Ja, da ist ein Tisch dazwischen. Damit hat er nicht gerechnet. Oh, 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 oh. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt wollen alle ein bisschen mitmachen, ne? Haha, also. Ich habe diesen Buffalo Run eigentlich auch noch überhaupt nicht benutzt, ne? Weil das Werfen gerade einfach gut ist. Would that you were my son instead of he, but no, I jest. Here, take my blessing, please. Tja, nimm meinen Sohn. Meinen Blessing. Dein Beistand bewirkt was? RT? Ach so, ich hätte Beistand ja auch noch. Aber habe ich nicht, ne? Kettenblitzsalve. Ja, komm, dann nehme ich das doch mal mit. Oh, ich brauche halt kein Gold, dann nehme ich halt noch mehr Energie. Keine Ahnung, ob das wirklich so notwendig ist, aber... Gibt's einfach umsonst jetzt hier, oder was? Gibt's einfach umsonst, okay. Naja. Ah, was will man machen, ne? Wenn es halt gratis ist, dann nehmen wir es halt gratis. So, Migräne ist wieder da. Na, ich gehe dir nicht mehr aus dem Kopf.
Aua! Kann ihr das nicht mal ankündigen? Okay, macht sie eigentlich, indem sie eine Minute hockt. Okay, das kann ich nicht durchdringen. Jetzt gibt's hier wieder Schwertsalbe. Aua! Alter, die macht aber auch Schaden dann, ne? Es ist... Das wirkt die überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen, warum geht das Schild eigentlich immer hier lang? Oh. Naja, wenn ich die hier aus der Ferne so ein bisschen beschmeiße. Was macht sie jetzt? Oh, die macht ihre eigenen Leute kaputt. Folgt der Frau nicht mehr. Warum lasst ihr euch von ihr beschwören, wenn sie euch dann wieder nimmt, was ihr euch gegeben hat? Oh, shit. War ich ein bisschen zu langsam? Ich könnte sie auch da auf die Fallen locken eigentlich immer, ne? Das ist undurchdringbar, ihr komisches Schild. Aber dann kann ich ihre Kumpels in der Zeit ein bisschen kaputt machen. Au. Au, voll rein. Au, voll rein. Vielleicht nicht ganz so rein. Hey, yo. Jetzt dreht ihr voll am Rad. Aber eigentlich... Hä, wieso? Sie ist mitten auf der Falle. Warum geht das nicht? Komm, viel hat sie nicht mehr. Yes! Ja, damit hat sie nicht gerechnet, ne? Yes. Yes. Ja, das uralte Blut. Da wird sich der große Vater freuen, wenn ich ihm das opfere. Ja gut, ich hätte ein bisschen, hätte ich nicht so viel HP gehabt, hätte ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger gespielt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist ein Brunnen. Fällt mir gut. Ah, hier könnte ich meinen... My keepsake collection. Just what the house contractor ordered. Aber der braucht nur noch zwei für ein Upgrade. So, behalte ich den erstmal. Auge der Lamas, was? Okay. Ja, damit könnten wir uns doch eigentlich so ein bisschen hochheilen wieder. Ja, und die nächste Gabe, die wir kriegen. Nee, das behalten wir jetzt alles hier. See you, Tarkus. There. Sehr gut, mal schauen. Oh Gott, aber das wird jetzt hardcore. Das ist Fidel Meadows. Ja, der unaussprechliche Grund, wo wir jetzt sind. Alleine hier habe ich mich so oft irgendwie in die Lava reingepresst beim letzten Mal. Das war irgendwie keine gute Idee. So, hallo? Wo sind sie denn? Au. Was ist mit dem da? Wer ist das? Sieht aus wie diese Beutekobolde von... Achso, der hat noch was fallen lassen? Na toll. Bleib halt da oben stehen. Ja, ja, bleib da oben stehen. Kein Problem. Ich nutze halt nichts. Meine Kettenblitze, aber hier, Sandwich haben wir bekommen. For safekeeping. Geil. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Schlüssel brauche, deswegen nehme ich noch ein bisschen Dunkelheit mit aus der Hölle, wo wir gerade hier sind. Weil irgendwie habe ich bei den Schlüsseln auch noch nichts Neues, Interessantes gefunden. Wow, wow. Oh, zum Glück habe ich das Ding dabei. So, sein Schild habe ich gebrochen. Da ist eine gesperrte Kiste. Warum? Die will ich haben. Und warum schießen die mit so viel Saft und Kraft vor sich hin? Geldbörse habe ich gelevelt jetzt, okay. Was soll das jetzt? Truhenprüfung, bis zu 100 wiederherstellbar. Ganz ehrlich, die brauche ich jetzt gerade überhaupt nicht. Die brauche ich gerade überhaupt nicht, weil ich einfach so viel HP habe. Easy does it. Hallo.
Jetzt langsam werden die aber alle auch ein bisschen brutaler hier, ne? Das ist nicht mehr so einfach von einem alten Onkel wie mir hier. Was war das jetzt? Oh, der sieht gefährlich aus. Oh, der auch. Der hat gerade 12 Schaden bei mir gemacht. Alter, der auch. Alter, die machen richtig Schaden. Okay, hier ist ein Boot. Da ist ein Boot. Da würde ich sagen, nehmen wir noch mehr Donnerboot mit. Was ist mit dem Schädel hier? Kann ich den... Warum ist der jetzt kaputt? Naja, weiß man nicht so genau. Aber das ist halt einfach echt geil. Okay, Moment, das ist neu. Das ist neu. Der Joker hier, oder was? Und dann sind hier noch diese fliegenden Kothaufen des Todes, die habe ich beim letzten Mal schon so fies gesmashed. Und dann, guck mal, und die machen irgendwie AOEs, die ich nicht verhindern kann. Aua. Oh Gott. Warum kann das Ding nicht einfach runterstürzen? Okay, der macht nichts außer Steine spucken. Aber irgendwie ist das auch nicht gut. Ich bin versteinert. Hydra. Hydra-Kopf. Hydra-Gesicht. Au, 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 versteinert Extremo. Er kann sich nicht bewegen. Er kann sich nicht bewegen. Ja. Nein, Steine überall. Steine in meinem Gesicht. Au, au, au. Wo ist er? Wo ist er da? Oh, 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 oh. Er will mich immer steinen. Steinen ist total doof. Mit zu vielen Steinen muss ich immer weinen. Au, au, au. Tot getrotzt, Nummer 1. Jawohl. Das war meine letzte Chance. Oh, nicht zu lange mit den Füßen in der Lava. Das ist nicht gut. Wow. Ein Gorgonenkopf. Donnerspurt, statische Entladung. Schockschaden, Blitzreflexe. Wenn du einen Spurt benutzt und getroffen wirst, trifft ein Blitz einen Gegner in der Nähe. Donnerspurt. Dein Spurt bewirkt, dass Gegner in der Nähe vom Blitz getroffen werden. Was ist da der Unterschied? 30 halt, ne? Nehme das. Oh, Nektarfläschchen gibt's auch noch. Der. Aua. Wo ist denn dieser Blitzeffekt? Okay, aber ich bin eigentlich, also, da kann ich was verstärken. Ich glaube, ich, ja, get the focus. Ich gucke gerade nur, ob hier noch irgendwo so ein Brunnen ist, den ich verpasst habe oder so. Ach so, das, da kann ich, ja. Fahren wir mal mit dem Bötchen. Schädelbrecher, wo? Oh, die, oh, ich hasse die. Hier.
Eigentlich sind die gar nicht so schwer zu besiegen. Aber die nerven halt extrem. Wow. Jetzt sind die schon wieder da. Was macht der hier auf einmal? Das war's mit... Au, puh, Mist. Hab ich nicht gesehen. Warum? Was soll das? Alter, mein Schild kommt nicht mehr wieder. What do we have here? Tödlicher Tausch. Der macht mehr Schaden. Blitzreflexe, wenn du einen Spurt benutzt, trifft ein Blitz. Hatten wir doch gerade schon mal. Oder nicht? Oder habe ich wieder was anderes gewählt? Es kommt auch manchmal vor, dass ich dann das Ding nicht mehr bewege und drauf gucke und, ne? Keiner weiß das so genau. Ne, Gold habe ich eh genug. Never been this far. Never been this far. War ich echt noch nie so weit? Ne, war ich auch noch nicht, glaube ich. Den zweiten Zwischenboss haben wir auch noch nicht gesehen gehabt. Hä? What happened getting here, boss? Let me guess. You got ripped, burned, beat up the spectral clubs. Ja, genau. Wurfgestöber. Nee, ich bin dann eher so auf Special Attack jetzt gerade. Gibt's hier überhaupt keine Energie? Having traversed the flaming river Phlegethon to gain this vantage point, relentless Zagreus must now confront a foe of unbelievable savagery. Ulan. Way to spoil the surprise, old man. Ja. Oh Gott. Da ist irgendwie ein dicker Diamant und doppelte Schwierigkeitsstufe und ja. Ach du meine Güte. Hello. Knochenhydra. Das ist natürlich noch viel besser als eine normale Hydra. Oh. Bleib auf Fernkampf. Ich hab da jetzt keine Lust. Cheese ich von mir aus bis zum Tod. Sie hat sich das ausgesucht, mit irgendwelchem Gift zu spucken. Also. Wer Fernkampf will, der kriegt den auch. Was hat jetzt gerade hier Schaden gemacht? Hat irgendwas nicht gesehen? Wie undurchdringbar. Sei mal durchdringbar. Oh nein, da siehst du, guck, da kommen ihre Freundesköpfe. Niemand mag die Freundesköpfe der Hydra. Und das bringt doch nichts. Wenn ich den einen Kopf abschlage, dann kommen noch zwei neue. Also, solange die da sind, ist die andere undurchdringbar, hä? Oh, komm schon. Lass dich doch nicht ärgern. Oh! Guck mal, solange ihre Brüder nicht da sind, ist sie gar nicht mal so schlimm. Aber ich mach gar nicht so viel Schaden, ne? Das dauert ewig hier. Mit 27 Schaden bist du schon echt smartig eigentlich. Aber der Schild ist, was das angeht, sehr praktisch. Oh. Und da kommen sie wieder, oder? Ja, Mist. Oh, das waren viele. Ah, es gibt kein Entkommen, Leute. Es gibt kein Entkommen. I'll get that Hydra. Hey, where's Hypnos? Ja, wo ist Hypnos? Ja, drück mir noch einen blöden Spruch.
enemy is not the wretched dead, and not your father, lad. It is the underworld itself. It has been fashioned to prevent escape. You must have seen by now how all the chambers seem to rearrange themselves. Ja gut, das ist mir aufgefallen. My enemy. Ja gut, okay. Wir bekommen immer mehr Updates, immer mehr Wissen über die guten alten Zeiten hier. Das können wir jetzt irgendwann mal auch hübsch durchlesen. Ich gehe erstmal noch den... Infernal Watchdog Cerberus regards the underworld prince with mixed emotions. From purest joy to deepest melancholy. You watch over things for... He's back already, Cerberus. Just as I indicated. Ja. Mach dich nur lustig. I'm standing right here, Father. Ja, echt mal. Und eines Tages werde ich diesen Laden hier komplett verlassen, das kannst du mir glauben. Cerberus, you've done a good job. The realm is well defended still to the high standard that you set. So, wir schauen mal. Ich brauche neue Räume. Schlafzimmerdekor, warum? Wohnkammer, zusätzliche Kammer. Stellt inmitten der glühenden Hitze ein Quäntchen Energie wieder her. Ja, dann kaufe ich die auch. Contractor, my good shade, have yet another job for your distinguished team. So, das Zeug können wir uns dann kaufen, wenn wir irgendwie... Absurd. Denied. Oh, hier gibt's was Wichtiges. I trust that the mirror in your bedchamber has proved satisfactory, dear child. Ja. Better than I could have possibly imagined, Nix. You mentioned there was something more that it could do once I had grown accustomed. I think I'm ready for that now. It shall be as you wish. Ooh, noch ein paar Erweiterungen. Guck mal, er freut sich voll. Komm, ich schenke noch Nektar oben drauf. Nix, you've done so much for me. I thought you might like this. A gift as beautiful as this requires reciprocity, dear child. I wish, regardless, to provide you a token of my love. I'm very grateful, Nix. Denied. Geil. Schauen wir mal, was wir da bekommen haben, oder? Was hat sie denn jetzt hier verändert? Also, wir haben den Spiegel noch. Hm. Vielleicht hat der Spiegel neue Sachen. The mirror has grown in power. Thank you, Nix. Ah, dafür brauchen wir Schlüssel. Zwei neue Talente hidden. Aber Strikes from Behind ist sehr gut, wenn wir mit dem Schild unterwegs sind. Hey, something back there for you, pal. Another weapon. Oh, neue Waffe. Need to find a key. Oh, das sieht auch irgendwie cool aus, wie ein cooler Handschuh. Got something new to try. Plus 10. Damage striking undamaged, okay. Oh. Ich meine, der hat ja jetzt schon 2 Sterne. Ich würde sagen, den rüsten wir dann fürs nächste Mal aus, Freunde. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für diesen wunderschönen Durchgang. Wie immer recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen, erfolgreichen und vor allen Dingen auf dem Weg aus der Hölle guten Tag. Und geiler Scheiß. Wir sehen uns, wenn ihr dann Bock habt, beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.